Deutlich öffentlichkeitsscheuer sind dagegen die etwa 200 Menschen, die heute in Berlin-Tegel zusammenkamen. Sie wollen einen Landesverband gründen für die neue Partei, die AfD, Alternative für Deutschland. Das ist eine Partei der Euroskeptiker. Den Euro-Raum verkleinern und dann auch zurück zur guten alten D-Mark. Vor allem Wirtschaftsthemen beschäftigen die Mitglieder. Worum es sich noch so dreht, meine Kollegin Katrin Sauter hat sich das genauer angeschaut. Männlich, Raucher, Mitglieder im mittleren Alter, so präsentierte sich die Partei vor dem Eingang. Rein durften wir nicht. Die rund 300 Mitglieder wollten ihren Vorstand ganz für sich alleine wählen. Die hier diskutierten Ideen unterschiedlich, nur eins ist klar, es geht um den Euro und seine Zukunft. Es ist klar, dass der Euro nicht mehr zu retten sein wird und es muss jetzt ein Ausstiegsszenario geschaffen werden. Wir wollen natürlich nicht die Abschaffung des Euro per se, sondern zunächst mal den Ausstieg der Südländer in einem geordneten Verhältnis und mit geordneten Maßnahmen aus dem Euro raus. Dann wird es eine Restzone von Euro-Ländern geben, eine sogenannte Kernzone. Zur Kernzone, also zum harten Kern, soll dann Deutschland gehören. Die südlichen Länder werden zur Restzone. So will es zumindest die Alternative und findet prominente Unterstützer, die sich hier gern feiern lassen. Wir sind nicht der Meinung, dass wenn der Euro scheitert, Europa scheitert. Wir sind der Meinung, dass wenn der Euro bleibt, Europa scheitert. Über 5% will die Alternative bei der Bundestagswahl erreichen. Politikwissenschaftler sind da eher verhalten. Politisch gesehen ist es eine Partei von eher alten Herren mit konservativer Gesinnung und einer europafeindlichen Einstellung. Europafeindliche Einstellung soll heißen, dass ihnen eigentlich die Integration nicht gefällt, dass ihnen die gemeinsame Währung nicht gefällt und dass sie uns das gestern anbieten als Politik für das Morgen. Gegen diese Politik fürs Morgen wurde dann, wenn auch sehr bescheiden, protestiert. Die Kritiker werfen der neuen Partei unter anderem vor, sie würden Rechtspopulisten in ihren Reihen dulden. Doch Vertreter der Alternative beteuern, ehemalige Mitglieder rechter Parteien würden gar nicht erst aufgenommen. Sollten diese Dinge verschwiegen werden und wir das hinterher rauskriegen, dann nicht jeder ist ja derjenige offen, der das gleich zugibt, wenn er böse Tendenzen oder Absichten hat, dann werden wir dann anschließend Parteiausschlussverfahren einleiten, denn wir haben das auf dem Parteitag des Bundes so beschlossen. Am Abend ist der dreiköpfige Vorstand des Berliner Landesverbandes gewählt worden. Kommende Woche will er sich auf einer Pressekonferenz vorstellen.